mir wünschen, dass ich mehr Freunde habe. Muss ich halt damit abfinden. Eigentlich muss man da auf Süßes verzichten und überall, wo die Kinder es schön finden, eigentlich. Mein Segen. Aufstehen ist 3:44 und die Meditation findet dann um 4:30 statt. Wie schaffen die Kinder das da so lang? Es ist auch Gewöhnungssache, weil man durch die Meditation auch sein Schlafbedürfnis zurückschraubt. Das kommt ganz von selber. Wenn ich gut ausgerichtet bin und gut meditiert bin, dann brauche ich weniger zu essen, ich bin ruhiger. Wenn die Gedanken immer abschweifen und man nicht schafft, sich zu konzentrieren, dann ist es langweilig, aber man muss eben schaffen, sich zu konzentrieren. Sie verstehen sich als Eingeweihte, als Teil einer weltweiten Bewegung. Sie meditieren, sie suchen das Licht. Atmen. Meine Mission geht voran. Radha Maria ist 8, ihr Bruder Michael 14, der jüngere Johannes ist 11. Ihr Vater hat sich zusammen mit Mutter Bärbel entschieden, einem Guru zu folgen. Gerhard Lebock. Ihm vertrauen sie. Er gibt seinen Jüngern Energie. Seine Thesen? Eine Mischung aus Esoterik und Hinduismus. Und wenn es gerade passt, bedient er sich auch anderswo. Die Millionen, die jetzt mithelfen, wie vor 2000 Jahren die Apostel und die Jünger von Jesus, so gibt es jetzt Millionen in der Welt, die der neuen Gruppe der Weltdiener zugehörig sind und einfach an einer neuen Welt mit Gott, mit Frieden. Ohne Krieg, mit Gerechtigkeit, mit Toleranz und mit Spiritualität dran arbeiten. Jeder hat eine andere Aufgabe, aber alle arbeiten an demselben Ziel. Hier im fränkischen Eilsbach soll ein Ashram entstehen. Schwingungen durch Meditation werden die Menschen anziehen, glaubt Lebock. Während er Energien leitet, müssen andere stundenlang Unkraut jäten oder Müll sortieren. Sie sollen der Mission dienen, eigene Bedürfnisse aufgeben. Das gilt besonders für die Kinder. Ähnlich wie bei Scientology glauben die Anhänger, in Kinderkörpern wohnen erwachsene Seelen. Die Konsequenz? Man kann ihnen genauso viel zumuten wie anderen Menschen auch. Kinder sollen nicht spielen, sondern an der Seele arbeiten. Wichtig ist, dass man ihnen nicht das nimmt, was sie Spirituelles mitbringt und sie in die materielle Welt einführt. Also das heißt, sie brauchen eine göttliche Erziehung. Das heißt, keine Spielsachen, kein Spaß, kein Müßiggang, sondern radikaler Verzicht auf das, was für andere Kinder selbstverständlich ist. Ein Kinderkörper unterliegt Verlockungen, aber dass da so viel, sagen wir mal, Energie in diese Wünsche gesteckt wird, man geht einfach weiter. Eigentlich wünsche ich mir dann nichts mehr. Es gibt natürlich immer ein paar Sachen, aber die haben andere Kinder auch. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man jetzt mal nicht gerne eine kleine Hausarbeit macht, ist sowas. Das wünsche ich mir eigentlich manchmal, dass ich das nicht machen muss, aber es ist ja eigentlich nicht wichtig. Die Persönlichkeit, die hat immer Wünsche, zum Beispiel, dass man im Zoo geht, dass man eine Brille, so eine wunderschöne Brille mit Sonne, Schmetterling und so weiter schenkt. Eigentlich muss man da auf Süßes verzichten und überall, wo die Kinder es schön finden, eigentlich. Oma Christine sorgt sich sehr um ihre Enkel. Sie findet es schlimm, dass sie zu gefühllosen Wesen erzogen werden sollen. Ohne Lob, ohne Trost, ohne Zuwendung. Die Kinder dürfen sie kaum noch sehen. Sogar Geschenke von Oma und Opa werden abgelehnt. Ich befürchte, wenn den Kindern nicht bald geholfen wird, dass dann seelische Schäden vorhanden sind und die Kinder sind dann in einem Alter, wo man ihnen nur noch schwer helfen kann. In dem Haus hat der Peter gewohnt, das haben sie neu bezogen. Und leider hat er es im Jahr 2002 wieder verkauft.
Und das Haus ist eigentlich viel größer, wie es hier ausschaut. Und es ist auch ein großes Grundstück bis an den Bach, sodass die Kinder richtig schön hinten spielen können. Statt im Kinderparadies wohnen Sohn und Schwiegertochter inzwischen hier mit ihren drei Kindern. Die Gemeinde hat das baufällige Haus zur Verfügung gestellt, zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Der ehemalige Softwareentwickler und die Gymnasiallehrerin arbeiten nicht mehr, wollen aber auch kein Hartz IV beantragen. Sie leben vor allem vom Kindergeld, in Armut. Ihr Geld haben sie damals dem Guru und der Gruppe gespendet. Der Meister wohnt im Nachbarort, nur wesentlich komfortabler. Monatelang wollen Peter und Bärbel nicht, dass wir hier filmen. Dann willigen sie doch ein. Wohl auch, weil der Meister es wünscht. Das ist unser Bad. Das ist klein, aber alles, was man dringend braucht, ist da. Nicht einmal Flüchtlinge könnte man hier offiziell unterbringen. Für die Körperpflege nur Waschbecken. 30 Liter warmes Wasser für 5 Personen müssen reichen. Dusche haben wir leider keine drin. Das ist das, was wir am meisten vermisst haben. Für Peter und Bärbel kein Grund, sich doch wieder eine Arbeit zu suchen. Hier, das ist die Küche. Da steht immer unser Eimer mit Frischwasser. Und da unten drin ist dann unser Eimer mit dem Abfallwasser. Also die muss man quasi dann unten auch immer wieder ausleeren. Ja. Kann man das hier nicht irgendwo ausgießen? Mhm. Es gibt hier in der Küche weder einen Zulauf noch einen Ablauf, von daher sind wir darauf angewiesen. Aber wir haben uns daran gewöhnt und tragen halt das Geschirr runter und spülen unten ab. Solche Zustände präsentiert man nicht gerne seinen Schulkameraden. Die Kinder sind Außenseiter. Keine einfache Situation. Irgendwann wünscht sich, dass die auch mal so leben wie wir, dann wird sie es vielleicht verstehen. Wissen wir so, warum wir ermassen als die. Ein Besuch im Haus des Gurus ist für die Kinder ein Ereignis. Es bringt Abwechslung. Auch wenn sie für Susanna, Lebensgefährtin des Meisters, stundenlang Tüten beschriften müssen. Susanna bringt vor Jahren auch die eigenen drei Kinder aus erster Ehe mit zu Gerhard Lebock. Es folgt ein Drama. Ein Kind nach dem anderen flüchtet. Die waren ganz anderes Leben gewohnt. Die haben es ja total schwer, das überhaupt zu akzeptieren, dass ihre Mutter sich auf einmal total so verändert hat. Und die Kinder das auch nicht verstehen, dass man da zufrieden ist damit. Dass man so leben will. Das können die gar nicht verstehen. Wir treffen zwei der Kinder und hören eine ganz andere Version. Kilian und Barbara glauben, dass ihre eigene Mutter Kilians Leben aufs Spiel gesetzt hat. Von Geburt an hat er die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, braucht Medikamente für die Lunge und die Verdauung. Doch während der Zeit in der Sekte wird er nicht mehr versorgt. Innerhalb von nur 6 Monaten nimmt er 20 Kilo ab. Kilian ist damals 12. Mir ging es so schlecht, dass ich bloß 3 Stufen von der Treppe gehen musste, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und war dann froh, wenn ich einfach daheim im Bett oder vorm Computer sitzen konnte, dass ich da mehr Ruhe habe. Also ich wollte eigentlich auch gar nichts machen, weil ich gar nichts machen konnte in meinem körperlichen oder gesundheitlichen Zustand. Ja, aber wer muss denn nicht leiden? Der Jesus hat für die ganze Welt gelitten. Und ich denke, es wird auch jedem nur aufgebürdet, was er wirklich ertragen kann. Während der Sektenzeit darf Kilian seinen Vater nicht sehen. Nachdem seine Schwester aus der Gruppe geflüchtet ist, holt sie Kilian zusammen mit ihrem Vater heimlich von der Berufsschule ab. Sie bringen ihn in die Klinik und retten damit sein Leben. Kilian, der war eigentlich ein Haufen Elend. Der war körperlich ja zu gar nichts mehr fähig irgendwie. Und habe ich lang gebraucht, um das zu verdauen. Weil ich habe ihn als lebhaften junger Bursche mit Radlfahren und Schwimmer. Das war mein letzter Kontakt. Kilian war schon immer dünn von der Mukoviszidose, ne? Weil da ist ja zu viel Energie im Solarplexus vorhanden. Das heißt, was der reinsteckt an Essen, wird sofort wieder verdaut. Es verschwindet wie nichts und darum nehmen da jemand ganz schwer zu.
Und man hat es ihnen erklärt, dass ihnen das Meditieren dabei hilft. Da hat es dann geheißen, dass wir, wenn wir die ganzen Meditationen und die ganzen Fastensachen mitmachen, dann, also zu mir hat der Lebab das so gesagt, dass ich dann mit 18 Jahren geheilt bin von der Krankheit, die auch jetzt noch unheilbar ist. Wenn ich ganz gut mitmache, hat er gesagt, bin ich vielleicht sogar schon mit 17 geheilt. Tatsächlich kommt Kilian mit 15 in die Klinik. Da wiegt er nur noch 30 Kilo. Nach seinem Body-Mass-Index droht der Hungertod. 3 Jahre hat Kilian keine Tabletten bekommen. Ohne sie kann er Nahrung nicht verdauen. Der kam in einem deutlich reduzierten Allgemeinzustand in unserer Ambulanz. Er hatte einen beschleunigten Puls, er hatte Sauerstoffbedarf, er war total schwach, er konnte kaum laufen. Kurzum, der Allgemeinzustand war schlecht. Okay, vielen Dank. Wieder ausatmen. Ganz normal weiter. Kilians Lunge hat sich in der Sektenzeit derart aufgebläht, dass sich ein Buckel gebildet hat. Noch schlimmer ist, die Lungenleistung ist nur noch halb so gut wie vorher. Kilian braucht eigentlich eine neue Lunge. Ist Gerhard Lieber Ihrer Meinung nach gefährlich? Ja. Ich denke, er hat den Tod von meinem Bruder hätte er in Kauf genommen, das wäre ihm egal gewesen. Das ist einfach das allerletzte für mich, wenn mir sowas Kinder überhaupt antun kann. Kinder sind keine Erwachsene. Kinder brauchen Spiel und Spaß. Unser Anliegen bleibt bestehen. Rettet die Sektenkinder. Wir rufen alle auf. Lasst die Kinder Kinder sein. Danke. Durch eine Fernsehdokumentation des WDR aufgerüttelt, verlangen Bewohner aus der Umgebung von ihrem Landrat, den Kindern endlich zu helfen. Es gibt genug anderes Leid, an dem man reifen kann. Man muss nicht also zusätzlich auch noch Leid auf die Kinder ausüben, indem man sie von allem weghält, was das Leben irgendwo lebenswert macht. Auch ein ehemaliges Sektenkind ist dabei. Barbara kämpft jetzt gegen den Guru und für die Kinder, die heute noch bei den Weltdienern leben. Landrat Irlinger, Chef des örtlichen Jugendamtes, wehrt sich gegen Vorwürfe und die Mahnwache. Das Jugendamt habe nicht geschlafen. Versäumnisse zum Schutz der Kinder sieht er nicht. Immerhin, heute hat er erstmals mit Jüngern der Sekte gesprochen. Nun, natürlich können Sie mir vorwerfen, ich war erst heute, es war für mich nicht möglich vorher, weil ich auch nicht überall hingehen kann, wo das Jugendamt irgendeinen Fall hat. Wir sind anderer Meinung und haben insgesamt unseren Eindruck hier zusammengefasst, wie wir es machen und meinen auch, dass wir jedem richterlichen Weg oder Klageweg auch aushalten würden. Das wird der Landrat auch müssen. Das Familiengericht hat sich eingeschaltet und inzwischen einen Gutachter bestellt. Er soll klären, ob das Kindeswohl durch die Lebensform der Eltern hier nicht doch erheblich gefährdet ist. Für die Großeltern werden es lange Monate des bangen Wartens. Doch immerhin sieht jetzt, nach ihrem Eindruck, zum ersten Mal jemand genauer hin. Ich denke schon, dass man das sehr viel früher hätte machen müssen, dass man da viel zu lange gewartet hat, bis man sowas in Auftrag gegeben hat. Denn mittlerweile ist ja bei den Kindern so viel geschehen und jeder Tag, den sie länger drin sind, wird es ja auch schlimmer werden von den Folgen her. Denn wer gegen die strengen Regeln der Weltdiener verstößt, hat harte Strafen zu befürchten. Ein Leben in Angst und voller Drohungen. Wer die Zusammenarbeit verletzt, ist ein Schädling, ihm droht die Verbannung. Auch gegenüber Peter kann der Guru manchmal streng werden. Früher war Gerhard Lebock Vertreter für Tiefkühlkost. Jetzt suchen die beiden per Internet Interessenten für ihre esoterische Gruppe. Weil die Weltdiener aus Prinzip kein Hartz IV beziehen, sind sie nicht krankenversichert. Auch Peters Kinder nicht. Eigentlich könnte ihm deshalb das Jugendamt Probleme machen. Peter will also beschwichtigen, doch sein Guru lässt das nicht durchgehen. Man muss viel mit den Leuten reden und sie überzeugen, dass das auf Vernunft basiert und nicht irgendwie aus Fanatismus oder blinden Glauben in irgendwelche obskuren Ratschläge. Und dass es funktioniert. Kannst du das Karma kennen vielleicht? Wenn du das Karma kennst von deinen Kindern, von dir, ist es dann leichter, ohne eine Krankenversicherung zu leben, weil du weißt, was ihnen ungefähr zustößt und ob ihnen was zustößt, weil du ihre Berufung kennst, weil du ihre vorherige Inkarnation kennst. Sind das nicht deine Hauptstützen?
Das grüßt ja, dadurch, dass man im Gegensatz zu früher, wo man das Leben auch als Ansammlung von Zufällen gesehen hat, wenn du auf die Straße gehst, dann kann dich ein Auto überfahren so ungefähr oder du kannst krank werden, deswegen brauchst du Versicherungen und alles Mögliche. Das glaube ich jetzt nicht mehr, ich bin vom Karma-Gesetz überzeugt. Und darum habe ich euch ja damals gesagt, wer ihr seid, wer sie in ihren vorherigen Körpern waren und habe ihnen dann erklärt, was alles abläuft hier. Der Guru glaubt ohnehin, dass eine Behandlung durch Ärzte die jahrelange Seelenarbeit auf einen Schlag zunichte machen würde. Krankheiten sieht die Gruppe sogar positiv, als Reinigungsprozess. Durch sie kann man negatives Karma verbrennen. Gerhard Lehbock hat seit Jahren einen Leistenbruch. Immer wieder muss er seinen Darm in den Bauch zurückschieben. Doch er will sein Leiden behalten. Als Mahnung für noch mehr Seelenarbeit. Peters und Bärbels Kinder leiden offenbar nicht unter schweren chronischen Krankheiten. Trotzdem, immer wieder starke Husten- und Halsentzündungen, vor allem bei Michael. Auch die anderen Kinder wirken ständig übermüdet, sind oft erkältet. Medizin ist tabu. Sogar Heilsalbe für die Nase. Dass die Kinder so oft krank sind, ist kein Wunder. Sogar an einem warmen Sommertag ist das uralte Haus kalt. Es gibt nur einen einzigen Holzofen im Wohnzimmer. Dadurch, dass es ein relativ kleiner Ofen ist, kann man nicht so viel auf einmal reinschmeißen. Das heißt, man muss schon alle 10 Minuten, Viertelstunde nachschauen, damit er nicht unvermutet ausgeht. Wenn es draußen kalt ist, zieht es durch alle Fenster, nicht nur in den einsturzgefährdeten Bereichen des Hauses. An manchen Stellen ist es feucht und schimmlig. Im Winter herrschen hier außer im Wohnzimmer eisige Temperaturen. Es hat zwischen 0 und 3 Grad. Trotzdem gibt es nur dünne Decken. Doch die Wohnverhältnisse sind für die Behörden offenbar kein Problem. Der Holzofen, der das größte Zimmer ist, ein Riesenzimmer, Wohnzimmer beheizt, macht eine sehr, sehr wohlige und mollige Wärme. Und sie schauen auch darauf, dass dies so ist. Und sie leben nach meiner Auffassung hier auch in einer geordneten Familie. Und die Kinder seien auf Initiative seines Jugendamtes jetzt ärztlich untersucht worden und in einem guten gesundheitlichen Zustand. Kein Grund zur Besorgnis also. Doch für die Weltdienerkinder gibt es weder einen Zahnarzt noch Impfungen oder die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen. Selbst bei hohem Fieber sind Ärzte tabu. Michael darf lange Zeit nicht mal zum Augenarzt, obwohl die Lehrer sagen, dass er an der Tafel nichts lesen kann. Sie wollen immer die bestmöglichste Krücke, aber eine Krücke bleibt eine Krücke. Und die Krücke soll man eigentlich nur nehmen, wenn man ohne Krücke nicht auskommt. Weil sonst wird die Krücke zu einem Teil des Körpers und es geht nicht mehr ohne. Einmischung von außen ist bei den Weltdienern nicht erwünscht. Ebenso wenig Kontakt zur Verwandtschaft. Ausnahmen gibt es nur gegen großzügige Geldgeschenke. So ein Recht auf eine Oma haben Kinder nicht. Wenn es eine gescheite Oma ist. Ja, es kommt darauf an, ob einer mit Gewalt was überstülpen will oder ob einer sagt, ich schau zu. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn man sagt, was machen die? Ich schau zu. Vielleicht kann ich auch noch was lernen davon. Könnte ja auch sein. Und ich greife mal nicht ein. Das wäre der Idealfall. Mhm. Wenn man es einfach akzeptiert. Aber wenn man versucht, das Leben der anderen zu vergewaltigen, da hört es halt auf und da muss man sich halt wehren. Wenn man der Radar zum Beispiel versucht einzureden, sie soll doch sich lange Haare wachsen lassen und schöne Haarspangen ins Haar stecken und schöne Kleidchen anziehen, das ist die Eitelkeit fördern. Und das läuft eigentlich genau gegen unsere Erziehung. Kannst du mal zeigen, du hast jetzt kurze Haare, oder? Mhm. Genau, ganz kurz. Die schneiden wir immer. Warum? Weil wir keine eitlen Menschen sind. Immer wieder sehen wir, wie stark die Kinder von ihren Eltern kontrolliert werden, was sie sagen dürfen und was nicht. Nur ein einziges Mal haben wir kurz die Chance, mit den Kindern ohne Eltern zu reden. Schnell wird deutlich, wie sehr Rada ihre Oma Christine beschäftigt. Eigentlich finde ich, dass keiner böse ist. Ich finde eigentlich, dass die Christine nicht böse ist, weil wie kann sie schon böse sein, wenn die uns schon Geschenke bei uns so bringt.
Aber eigentlich kenne ich auch den Unterschied zwischen Liebsein und Liebtun. Hat mir der Peter erklärt. Die permanente Manipulation der Gedanken kennen Konrad und Barbara auch aus ihrer Kindheit. Konrad ist heute psychisch krank, braucht starke Psychopharmaka. Er ist am längsten beim Guru gewesen und führt vieles auf diese Zeit zurück. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich bin mit nichts und mit keinem zurechtgekommen, weil ich halt nur Sachen vorgegeben gekriegt habe und nicht selber gewusst habe, was richtig ist und was nicht. Da bin ja nicht nur ich dann mit mir nicht klargekommen, sondern alle anderen um mich herum sind auch nicht mit mir klargekommen. Das macht es ja dann noch schwer. Warum hat damals niemand geholfen? Die Geschwister suchen nach Antworten in ihren Schulakten, doch sie finden nichts. Dabei ist Kilian damals bereits auffällig abgemagert. Konrad hat einen Fahrradunfall und darf nicht zum Arzt. Ein andermal bricht er im Unterricht zusammen, weil der Guru ihn wochenlang fasten lässt. Inzwischen ist aber klar, dass die Schulleitung das Jugendamt mehrmals um Hilfe gebeten hat. Konrads ehemaliger Klassenlehrer Sepp Effenberg macht sich heute noch Vorwürfe, dass das nicht reichte. Mir war wichtig, dass es ihnen in der Schule gut geht und das war okay. Und was wäre passiert, wenn einer gestorben wäre, der Kilian zum Beispiel? Ja, das ist das, was mich jetzt total betroffen macht. Das ist klar, das war damals so der Fall, dass sich da nichts passiert. Das haben wir vielleicht zu wenig gemacht, das stimmt schon. Es war ja eigentlich ja, Glück, dass stimmt. Er nicht gestorben ist. Ja. Er hätte eigentlich sterben müssen, ja, genau. Mit den Werten, die er hatte. Genau, weiß. Der Landrat als oberster Behördenchef sieht trotzdem immer noch keine Fehler auf Seiten des Jugendamts. Weder damals noch heute. Ich kenne mich aus. Ich war Lehrer und habe sehr, sehr viel mit diesen Dingen zu tun gehabt. Und weiß auch, wie Kinder in verwahrlosten Familien reagieren. Und habe aber gesehen, wie diese Kinder reagieren. Dabei bittet Rada sogar manchmal Passanten um etwas zu essen, wenn Peter nicht dabei ist. Sie verschlingt 4 Bananen, wenn in der Schule Obst verteilt wird, erzählen Mitschüler. Der Grund? Zu Hause kommt erst die Meditation, dann die Arbeit. Zu essen gibt es erst danach, obwohl die Kinder seit 3:45 auf sind. Immer das tun, was einem gesagt wurde. Immer dienen. Disziplin wird verlangt. Eigene Bedürfnisse sind Nebensache. Die Rada will nichts mehr. Ich habe heute eine Nummer. Hey, ich will noch was. Wenn wir nicht dabei sind, setzt sich die Familie zum Essen nicht mal an den Tisch, wird uns erklärt. Genuss ist verpönt. Ein Plakat erinnert ständig daran, was einen guten Weltdiener ausmacht. Er isst nicht mehr als nötig. Das Ziel eines Gottgeweihten ist ja, Gott immer näher zu kommen und immer mehr zu dienen. Das heißt, man muss immer mehr davon weg, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch im Essen die Sinnesfreude, das ist ja auch was Ich-Bezogenes. Die Kinder haben keine eigene Wahl, wenn die Eltern sich für eine Sekte entscheiden. Peter hat für den Guru eingekauft, damit der ausruhen kann. Mit seiner Zuteilung ist Peter zufrieden. Ich komme erst mal hierher, dass dann der Großteil einfach erst mal hier bleibt und dann wandert er sukzessive der Rest zu uns. Der Guru meidet negative Schwingungen der Außenwelt. Lieber tankt er Sonnenlicht. Viel an der Sonne, viel an der frischen Luft, das belebt deine Vitalkräfte. Und dann kann immer mehr die Seelenenergie, das Licht, die Liebe, direkte Energie von Gott durch deine Zentren fließen. Und dadurch bist du eigentlich in jedem Atom deines physischen Körpers geschützt und bist immun gegen Krankheiten und auch gegen den Tod. Bei den Weltdienern ist erst nachmittags feste Nahrung erlaubt. Peter unterwirft sich dem gerne. Demütig empfängt er, was Lebok für ihn und seine Familie vorsieht. Für den Guru gelten andere Regeln. Nach 12 Jahren bist du eigentlich frei und nimmst die Ernährung nicht mehr nach den Büchern oder sonst was, sondern nach dem, was von innen aus dir kommt. Du kannst im Prinzip alles wieder essen. Du könntest rauchen, du könntest Bier trinken, aber für uns mag es keiner. Spezielle Bedürfnisse von Kindern spielen für die Weltdiener keine Rolle. Auch Singen und Tanzen mit anderen ist verboten. Wo es geht, kontrollieren die Eltern ihre Kinder. Sogar beim Festumzug der Schulklasse ist Peter dabei.
Die denken, dass wir durchgedrehte Leute sind. Die rufen eigentlich immer Sonnenanbeter und sowas. Finde ich gemein, dass sie sich über was lustig machen. Ich wurde auch gehänselt. Ich denke, das muss eigentlich jedes Kind mit sowas umgehen. Man reift an unangenehmen Sachen schon sehr. Und wenn man das alles den Kindern ersparen will oder sich selber ersparen will, dann reift halt auch weniger. Alle drei Kinder sagen uns, dass ihnen die Außenseiterrolle in der Schule sehr zu schaffen macht. Die Sehnsucht nach Gleichaltrigen zum Spielen ist groß. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Freunde habe. Auch ihre Lehrerin schreibt ins Zeugnis: Rada sollte unbedingt im außerschulischen Bereich Gelegenheiten bekommen, sich mit anderen Kindern zu treffen. Die Situation spitzt sich zu. Ein Gerichtsgutachter beobachtet jetzt die Familie. Mittlerweile freundet sich Rada heimlich mit einer Frau an, die neben der Schule wohnt. Bei ihr bekommt sie Mittagessen, darf mit einer Puppe spielen, erlebt wohl ein Stückchen Freiheit. Mit uns will Radas Vertraute nur ohne Kamera sprechen. Radas Mutter habe inzwischen von dem Kontakt erfahren und sie eingeschüchtert. Sogar Kindesentführung habe sie ihr vorgeworfen. Seitdem wird Rada täglich von der Schule abgeholt. Bärbel will sie vor der Außenwelt schützen. Dabei hat Rada um die paar Minuten mit ihrer Freundin regelrecht gebettelt. Das versichern uns verschiedene Beobachter. Mit uns wollen die Eltern zunächst nicht mehr reden. Dann doch ein Versuch. Mich würde es halt interessieren, was da jetzt los ist, warum die Rada so abgeschottet wird, warum sie nicht mal mehr zu ihrer Freundin darf. Nee, ich will mit ihr nicht reden. Deswegen schotten wir die Rada nicht ab, andere Leute wollen. Der Vater will den schwarzen Peter an die schlechte Außenwelt weiterreichen. Angeblich würde sie die Kinder ausschließen. Einer Frau hingeht. Warum die Rada nicht mehr zu ihnen darf. Ja, warum wird sie da jetzt bestraft dafür, dass sie ein bisschen Kontakt zur Außenwelt will? Wir bestrafen niemanden. Ja, warum darf sie denn nicht mehr hingehen? Warum darf sie denn nicht mehr hin? Eltern unter Druck. Denn inzwischen liegt dem Familiengericht das Gutachten vor. Jetzt müssen sich Bärbel und Peter vor Gericht verantworten. Zum ersten Mal ist ihr Sorgerecht tatsächlich auf dem Prüfstand. Offenbar sieht man jetzt die Situation der Kinder wesentlich kritischer als Jugendamt und Landrat bisher. Weil Familien besonders geschützt werden sollen, werden keine Details an die Öffentlichkeit gegeben. Knapp 15 Jahre schauen die Behörden dem traurigen Schauspiel der Weltdienerkinder bereits zu. Der Landrat will sich den Gerichtsbeschlüssen nun zwar beugen, Versäumnisse des Jugendamtes sieht er nach wie vor aber nicht.